Bergstreben ein. Sie liegen zwischen den Querrahmen in der Untergurtebene und nehmen die Windkräfte auf. Alle Felder des Schnabels erhalten Windstreben, mit Ausnahme des ersten Feldes, das als Schnabelspitze elastischer bleiben muss. Solange die Felder vor den Keilstücken das Übergewicht haben, liegen die Enden der nächsten Schnabelstücke noch nicht auf den Rollen auf. Auch am Keilstück muss landwärts ein Querrahmen eingebaut werden. Wir drücken die Enden der Schnabelstücke auseinander, um diesen Querrahmen leichter einpassen zu können. Er soll daher immer erst nach den Schnabelstücken des nächsten Feldes eingebaut werden. Nach Einbau des landwärtigen Querrahmens schieben wir den Schnabel wiederum ein Feld weiter vor. Die Schnabelspitze beginnt sich von den Rollen abzuheben. Der gesamte Schnabel besteht aus 6 Feldern. Die ersten 4 Schnabelfelder sind aufgrund der Berechnung einstöckig, die letzten beiden Felder zweistöckig auszuführen, damit der Schnabel beim Vorschieben nicht knickt. Halt! Die Schnabelstücke des oberen Stockwerkes müssen umgekehrt, mit den mittleren Strebenknoten nach oben eingebaut werden. Die glatten Flächen der Schnabelstücke liegen damit aufeinander. Im zweistöckigen Teil des Schnabels verbinden wir die oberen und unteren Gurte mit Schnabellaschen. Die mittleren Gurte jedoch mit Rautenlaschen. Die Querrahmen im oberen Stockwerk werden, im Gegensatz zum unteren Stockwerk, jeweils am wasserwärtigen Ende der Felder eingebaut. An das letzte Feld des Schnabels werden zum Anbau der Brücke am oberen und am mittleren Gurt Schnabelanschlussstücke und am unteren Gurt Schnabellaschen angebracht. Der Schnabel ist fertiggestellt und der Bau der Brücke selbst kann beginnen. Während hier an der Brückenstelle der Schnabel gebaut wurde, haben andere Trupps an Plätzen abseits der Brückenstelle bereits begonnen, die ersten Wandteile der Brücke zusammenzusetzen. Dies wollen wir uns als nächstes ansehen. Gleichzeitig mit dem Bau des Schnabels haben andere Bautrupps abseits der Brückenstelle begonnen, aus den Einzelteilen des Geräts Wandteile zusammenzusetzen. Würden wir diese Einzelteile unmittelbar in die Brücke einbauen, so müssten wir mit erheblich längeren Bauzeiten rechnen. Zum Beispiel könnte mit dem Einbau dieser Teile erst nach Fertigstellung des Schnabels begonnen werden. Unsere Bauweise hat den Vorzug, dass zugleich mit dem Schnabel bereits die ersten Wandteile fertig sind, die verladen, zur Brückenstelle gefahren und als Ganzes eingebaut werden. Außerdem vermeiden wir auf diese Weise Massierungen an der Brückenstelle, denn die Baustelle zum Zusammensetzen von Wandteilen kann verhältnismäßig weit abgesetzt liegen. Straffe Organisation ist die Voraussetzung für kurze Bauzeiten. Sobald ein LKW mit einem fertigen Wandteil abgefahren ist, bringt ein anderer wieder Einzelteile.
leichtere Teile, wie Schraubenkisten, Laschen, Rauten und Zwischenpfosten, laden wir von Hand ab. Schwere Teile, das sind Querträger und Gurtstücke, werden mit Kranen auf die Arbeitsbühnen aus Kanthölzern abgelegt. So ergänzen sich Maschinenarbeit und Handarbeit. Durch wechselseitiges Arbeiten auf mehreren Bühnen ist der Kran voll ausgenutzt. Wandteile werden flachliegend auf solchen Arbeitsbühnen zusammengesetzt. Beim Ablegen der Gurtstücke ist darauf zu achten, dass die abgerichtete Seite stets nach außen zeigt. Zur Kennzeichnung ist der Rand des mittleren Loches im Steg jedes Gurtstückes nach der abgerichteten Seite zu schräg gefräst. Dies kann auch bei Dunkelheit festgestellt werden. Damit ist sichergestellt, dass die Untergurte der Brücke später glatt über die Rollen laufen. Woraus besteht nun ein Wandteil für unsere 1,5-stöckige Brücke? Ein Gurtstück, 4,20 Meter, bildet den Untergurt des Wandteiles für ein ganzes Feld. Zwischenpfosten übertragen die Kräfte aus den Querträgern auf die Tragwände der Brücke. Am Untergurt befestigen wir die Zwischenpfosten mit diesen Schrauben. Sie werden nur auf einer Seite eingesetzt. Die Löcher der anderen Seite bleiben für den späteren Einbau des Querträgers frei. Rauten bilden das Fachwerk zwischen den Gurten. Mit ihrem Einbau erreichen wir die Höhe eines Stockwerkes. Rautenlaschen verbinden die Ecken der Rauten, wo diese nicht unmittelbar mit den Gurten oder Zwischenpfosten verschraubt werden. Halbrauten setzen wir auf, um die vorgesehene Bauhöhe von 1,5 Stockwerken zu erhalten. Ein Gurtstück von 4,20 Meter schließt das Wandteil als Obergurt ab. Flanschlaschen und Steglaschen an Ober- und Untergurten vervollständigen das Wandteil. Sie werden nur lose angeschraubt. Nachdem der Kran die Gurtstücke auf der ersten Arbeitsbühne abgelegt hat, verlädt er das auf der zweiten Bühne inzwischen fertiggestellte Wandteil. Sicherheitsbestimmungen beachten. Schwebende Lasten mit Sicherungsleinen führen. Der Kran schwenkt zum Abladen des Querträgers. Achtung! Unter dem Ausleger des Krans darf sich niemand aufhalten. So, das Zusammensetzen des Wandteils kann weitergehen. Vor dem Einsetzen der Schrauben werden die Schraubenlöcher mit Montierspitze und Dorn zur Überdeckung gebracht. Auf den abfahrenden LKW mit dem Wandteil folgt sofort der nächste mit Einzelteilen für die zweite Arbeitsbühne. Achtung, Sicherheitsbestimmungen! Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten! Querträger tragen die Fahrbahn zwischen den Hauptträgern. Die Stege der Querträger sind durch Rippen ausgesteift. In die Löcher werden die Haken des Krangehänges eingehängt. Für unsere zweispurige Brücke müssen die Querträger verlängert werden. Diese Arbeit wird ebenfalls hier, abgesetzt von der Brückenstelle, vorgenommen. Das Wandteil auf der ersten Arbeitsbühne ist fast fertig. Die letzte Halbraute wird eingebaut. Das ist die Querträgerverlängerung. Beim Zusammensetzen der Wandteile werden sämtliche Schrauben von innen nach außen eingesteckt und die Muttern von Hand lose aufgeschraubt. Auf der Oberseite werden sie mit einem Schlagschrauber festgezogen. Ein Druckluft-Erzeuger liefert die notwendige Druckluft zum Betreiben der Schlagschrauber. Die Muttern können mit dem Schlagschrauber schnell angezogen und gelöst werden. Die Muttern auf der unten liegenden Seite des Wandteiles, die der Schlagschrauber nicht erreichen kann, ziehen wir mit einem Ratschenschlüssel fest. Wenn sich die Schraube mitdreht, muss gegengehalten werden. Querträger und Verlängerungen werden an den Stirnseiten verschraubt.
Querträgerlaschen verbinden ihre Flansche. Auch die verlängerten Querträger werden auf LKW verladen und zur Brückenstelle gefahren. Ich wiederhole noch einmal. Ein Wandteil besteht aus Untergurt, Obergurt, ganzen Rauten, Halbrauten, Zwischenpfosten, Laschen und Schrauben. Dazu kommen am Anfang und am Ende einer Brücke die Endposten, bestehend aus Gurt-T-Stück lang und Gurt-T-Stück kurz. Gurtstück 1,5 Meter. Laschen und Schrauben. Endpfosten bilden den Abschluss des Überbaues und übertragen die Kräfte der Brücke auf die Auflager. Die wasserwärtigen Endpfosten werden im Allgemeinen an der Brückenstelle selbst aus Einzelteilen zusammengesetzt und an den Schnabel angebaut. Am oberen und mittleren Gurt des Schnabels bilden Schnabelanschlussstücke, am Untergurt Schnabellaschen die Verbindung mit dem Endpfosten. Grundsatz: Schrauben zunächst nur lose anziehen. Fernmeldeverbindungen zwischen Brückenstelle, Baustellen und Abrufplätzen sind für einen reibungslosen Ablauf des Brückenbaues erforderlich.